Hallo ihr Lieben, mir geht's schon viel besser. Vielen Dank für eure vielen Genesungswünsche. Ich habe heute ein Video, was schon ewig lang angefragt ist und ich weiß, dass viele, viele neue Abonnenten dazugekommen sind. Deswegen für euch als kurze Erklärung. Ich bin Erzieherin und ich bin Erzieherin im Waldorf-Kindergarten bzw. in der Waldorf-Krippe. Und ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch hier, wie ich denn in meinem Beruf vegan essen kann. Und da gab es viele, viele Fragen dazu, ob ich nicht auch mal ein Video machen könnte, was jetzt Waldorf eigentlich ist und warum ich gerade da arbeite und was eigentlich so der Unterschied ist. Denn viele, selbst wenn sie eine Erzieherausbildung gemacht haben, da ist diese Konzeption eigentlich zu kurz gekommen. Also es wurde vielleicht mal kurz was erläutert, aber mehr auch nicht. Und deswegen wissen die meisten gar nicht, was da eigentlich so dahinter steckt. Und deswegen will ich euch das heute einfach mal so ganz einfach erklären. Ich bin auch keine ausgebildete Waldorf-Erzieherin. Ich habe eine ganz normale staatliche Ausbildung. Ich bin da mehr so reingerutscht. Deswegen kann ich euch das jetzt vielleicht nicht perfekt anthroposophisch erklären. Aber das ist vielleicht auch gut so, wenn ich es ganz einfach erkläre, weil dann versteht es dann auch wirklich jeder. Genau, ich bin wie gesagt da durch Praktika reingerutscht. Ich dachte immer, ja, ich muss irgendwann selbst einen Kindergarten aufmachen, weil alle Kindergärten, in denen ich ein Praktikum gemacht habe, da hat mir irgendwie vieles nicht so gut gefallen. Und dann bin ich durch Zufall in so einen Kindergarten gekommen, habe dann Praktikum gemacht. Und dann habe ich dann auch dort mein 6-monatiges Anerkennungsjahr gemacht. Und habe da schon festgestellt, dass es eigentlich kein anderes Konzept gibt, in dem ich so gerne arbeiten würde wie in diesem. Habe mir dann auch gleich eine Stelle in einem Waldorf-Kindergarten gesucht und zum Glück gefunden. Deswegen arbeite ich jetzt in einer Waldorf-Krippe. Und ich erzähle auch nochmal ganz, ganz kurz was zur Geschichte von Waldorf, weil viele immer fragen, wo kommt eigentlich jetzt dieser Name her? Rudolf Steiner hat ja diese Waldorfpädagogik begründet. Ursprünglich hat er eine Schule eröffnet für die Mitarbeiter einer Fabrik. Diese Fabrik hieß Waldorf Astoria, das war eine Zigarettenfabrik, soweit ich weiß. Und deswegen hieß es dann sozusagen Waldorf Schule. Und das war quasi so der Ursprung dieses Namens. Das ist schon der ganze Zauber. Erst viel später sind dann auch Kindergärten aus dieser Pädagogik entstanden. Es gibt leider sehr, sehr viele Vorurteile, so dass es nur was für zurückgebliebene Kinder oder für dumme Kinder wäre, dass man dann den ganzen Tag nur seinen Namen tanzt oder Kartoffeln zählt oder irgend so ein Quatsch. Ich weiß auch gar nicht so richtig, woher diese komischen Vorurteile kommen. Mittlerweile gibt es aber auch die Vorurteile, dass es eigentlich nur was für eine Elite ist. Das stimmt auch nicht. Also ist eigentlich ein ganz normaler Kindergarten, da kann jedes Kind hingehen, wenn sich die Eltern eben ein bisschen mit dieser Pädagogik anfreunden können oder gerne auch ein bisschen mehr. Es ist also weder was für eine Elite, für ganz gut verdienende Menschen, noch ist es was für dumme Kinder. Also es ist eigentlich eine Pädagogik, die jedem zusagen könnte, wenn er sich damit beschäftigt. Und speziell an der Waldorfpädagogik ist eigentlich so das Grundlegende, das Bild vom Kind. Und zwar gehen wir davon aus, dass das Kind eben nicht ein unfertiger Mensch ist, ein kleiner unfertiger Mensch, in dem man halt alles so reinstopfen kann und an dem man rumerziehen kann, wie man das eben will, sondern dass dieser Mensch eigentlich ein fertiger Mensch ist mit einem eigenen Charakter und dass man einen Rahmen schaffen muss, in dem sich dieses Kind gut entwickeln und ausprobieren kann. Und das ist eben sozusagen die Aufgabe von Erziehern und Eltern. Und dass es eben, dass man eben nicht an diesem Kind rumzieht, wie es einem gerade gefällt, sondern dass dieses Kind fertig ist und dass man das Kind so nimmt, wie es eben ist. So ganz platt mal beschrieben. Eine große Rolle spielen auch die Sinne. Also man sagt, das Kind ist ganz Sinnesorgan. Das heißt, so in den ersten Lebensjahren nimmt das Kind eigentlich ganz, ganz viel wahr, eben über die Sinne wie Tasten, Fühlen, Riechen, Schmecken und auch Sehen. Und dass es auch die Aufgabe ist, dass man eben für diese Sinne alles Mögliche bereithält, dass das Kind das eben erleben kann, dass es alles Mögliche anfassen darf, dass es auch die Sachen in den Mund nehmen darf, weil das ja auch eine sehr, sehr wichtige, sehr wichtiger Entwicklungsschritt ist, alles mit dem Mund zu erkunden. Und dass es eben möglichst viel gerade fühlen, hören und riechen und schmecken kann. Natürlich auch sehen, das hat ja auch einen Eindruck, aber es geht jetzt nicht darum, dass ich meinem Kind immer überall alles zeige, sondern eher, dass es das erlebt. Eine ganz große Rolle spielt auch die Nachahmung. Das heißt, dass der Erwachsene das Vorbild ist und alles, was der Erwachsene macht, macht das Kind nach. Und daher sollte der Erwachsene vor dem Kind auch nichts machen, was das Kind nicht auch darf, weil das versteht es sonst nicht. Das heißt, wenn ich koche und wenn ich fege, dann möchte mein Kind auch kochen und es möchte auch fegen. Oder
wenn ich auf der Fernbedienung rumdrücke, dann möchte das Kind das natürlich auch und solche Sachen. Also man muss sich damit da immer das immer im Hinterkopf haben, dass das Kind immer das will, was der Erwachsene macht. Und da kann man auch viele, viele, viele Schwierigkeiten umgehen, wenn man sich das einfach immer im Hinterkopf hält, dass man das, was man, wenn man etwas nicht will, was das Kind macht, dann sollte man das auch nicht machen vor den Augen des Kindes, weil dann macht es das auch nicht meistens. Den meisten Leuten, die das erste Mal in den Waldorfkindergarten oder in eine Waldorfkrippe gehen, denen fällt als erstes so die Raumgestaltung ins Auge, weil die ist völlig anders, sehe ich so, als in normalen Einrichtungen. Ich blende euch hier auch immer noch mal so ein paar Bilder ein, vielleicht, dass ihr das auch mal ein bisschen wahrnehmen könnt. Und zwar sind die Farben schon ganz anders gehalten. In der Krippe ist es mehr so ein Rosa, mehr so ein Altrosa vielleicht auch. Und zwar hat es den Hintergrund, dass das die Farbe des Uterus, der Gebärmutter, der Mutter nachahmen soll, dass sich das Kind eben noch so ein bisschen eingehüllt fühlt. Dass die Farben eben nicht so kalt und nackig sind, sondern wirklich so warm und dass sich das Kind geborgen fühlt. Aber auch helle Orange und warme Gelbtöne sind sehr, sehr gerne, werden sehr gerne benutzt. Alles ist auch sehr weich und viel mit Holz. Das heißt, es ist wirklich sehr freundlich, sehr gemütlich. Man fühlt sich wirklich direkt wohl, wenn man so einen Raum betritt. Also das ist wirklich eine richtig schöne Raumgestaltung. Die Spielmaterialien sind daran angepasst. Also zum Beispiel Tücher oder Decken haben auch so schöne warme Farben. Dann gibt es eben viel, viel Naturmaterialien. Also zum Beispiel jetzt um die Zeit viel Kastanien. Und ansonsten eben alles, was der Erwachsene auch so macht. Also es gibt Töpfe, es gibt Löffel, es gibt Kinderwägen und es gibt auch Puppen, je nachdem. Im Kindergarten gibt es mehr, in der Krippe eher weniger, weil da beschäftigen sich die Kinder eigentlich noch mit anderen Dingen. Es gibt Bauklötze, mit denen man alles Mögliche machen kann. Und es gibt auch Hüte und Taschen zum Einkaufen und all solche Sachen. Also wirklich viele Möglichkeiten, aber viele Dinge, die man eben für viele, 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 viele Dinge benutzen kann. Das heißt, es gibt nicht ein Auto und das ist eben nur ein Auto, sondern es gibt einen Bauklotz und der kann ein Zug sein, der kann ein Auto sein, der kann aber auch ein Turm sein, der kann aber auch sonst was sein. Also die Fantasie wird da sehr offen gelassen und auch alle Tiere, die es im Waldorf-Kindergarten oder in der Waldorf-Krippe gibt, die sind nicht so richtig fertig. Die haben kein Gesicht und die sind auch nicht so perfekt ausgeformt, wie jetzt zum Beispiel diese, heißen die Steiftiere? Diese Plastiktiere, die so perfekt ausgeformt sind, wo du so jedes Haar und jede Wimper und alles ganz akkurat hast, sowas findest du in einem Waldorf-Kindergarten gar nicht, sondern es ist alles sehr schlicht und sehr offen gehalten, dass eben die Fantasie da noch viel machen kann. Im Waldorf-Kindergarten lebt man auch so mit den Jahreszeiten. Das heißt, es gibt auch oft so einen Jahreszeitentisch, wo eben Sachen stehen, die jetzt gerade mit dieser Jahreszeit zu tun haben. Jetzt hatten wir zum Beispiel viele Äpfel, Eicheln, Kastanien, eher so Rot-Gelb-Töne, so wie jetzt das Laub, das fällt. Und im Sommer war es eher so ein helles Gelb, wie die Felder und ein Blau fürs Meer und fürs Wasser. Und so wandelt sich das eben so ein bisschen, je nach Jahreszeit. Im Januar ist es eher so ein Hellblau für den Schnee und den Frost und so wird dann auch dieser Tisch eben gestaltet, so mit der Jahreszeit, dass die Kinder da immer so ein bisschen das miterleben. Sehr wichtig sind auch Rhythmen und Rituale. Also eigentlich hat alles im Waldorf-Kindergarten einen festen Rhythmus. Das habe ich euch ja in diesem anderen Video schon erzählt, dass es zum Beispiel auch jeden Tag der Woche immer das gleiche Essen gibt. Das heißt, es ist immer Donnerstag Nudeltag, es ist immer Dienstag Suppetag und es ist immer Freitags Breitag. Also es gibt wirklich jeden Tag der Woche immer das Gleiche und die Kinder wissen das auch und die fragen morgens schon, ist heute Suppetag, ist heute Nudeltag. Die wissen das dann schon und daran orientieren sie sich auch und es wird ihnen auch nie langweilig. Auch wenn immer viele denken, das wird doch irgendwann langweilig. Die Kinder finden das klasse und die brauchen nicht ständig was Neues. Die finden das wirklich super. Zu Hause gibt es genug Neues, dass sie immer das gleiche Essen haben und es immer gleich schmeckt und sie immer wissen, was auf sie zukommt und sie sind trotzdem nicht unterernährt oder so, weil sie bekommen ja trotzdem immer alle möglichen Nährstoffe und alle möglichen Gemüsesorten eben in einer Woche dann durch. Sehr wichtig sind eben auch diese Rituale. Das heißt, wir singen auch immer zum Schlafengehen die gleichen Lieder. Wir haben da immer die gleichen Abläufe. Es kommen auch mal je nach Jahreszeit neue Lieder dazu, die wir dann aber auch eine Weile jeden Tag singen, dass die Kinder auch die Chance haben, die zu lernen. Es gibt aber auch so bestimmte Handgestenspiele, die machen wir immer. Also fast jeden Tag machen wir die und die Kinder lieben das. Die finden es toll. Die freuen sich jeden Tag, wenn dann eben
dieses Spiel kommt oder jenes Spiel oder dieses Lied. Und die machen dann da auch richtig beherzt dann mit. Also die finden das richtig toll. Ja, zur Ernährung habe ich ja eben auch schon gesagt, dass es wie gesagt immer so das Gleiche gibt. Wir wechseln da wirklich nur mal ganz selten was, wenn es halt zur Jahreszeit auch ganz gut passt. Wir hatten zum Beispiel eine Zeit lang mal freitags dann Kartoffeltag, wo es dann so einen Kräuterquark dazu gab, wenn halt die Kräuter im Garten reif waren. Jetzt gibt es keine mehr, deswegen gibt es jetzt wieder Brei. Wir haben auch immer Bio-Lebensmittel und auch sehr, sehr viel aus der Region. Und das hat alles so Bioland- oder Demeter-Qualität. Demeter und Waldorf hängen ja auch ganz eng zusammen. Ach so, ja, wir kochen auch frisch und es ist alles vegetarisch. Waldorf-Kindergärten sind eigentlich alle vegetarisch, also alle, die ich kenne. Ich kann nicht für ganz Deutschland und die ganze Welt sprechen, weil im Grunde kann das jede Einrichtung selbst handhaben. Aber soweit ich weiß, sind alle Waldorf-Kindergärten vegetarisch. Genau, wie ich eben schon gesagt habe, wir singen viel, wir machen viele Handgestenspiele, also Fingerspiele. Und es gibt eigentlich fast zu jedem Tagespunkt ein kleines, kurzes Lied oder eine kurze Melodie, die wir da singen. Das ist eben, was sehr wichtig ist, dieses Singen und dieser Rhythmus auch wieder. Aber zum Beispiel wird ja auch immer gern gesagt, dass Waldorf so und moderne Medien gar nicht zusammenpassen und dass die sich auch irgendwie so ein bisschen hassen. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also wir Erwachsenen, wir nutzen das ja trotzdem alles und wir sind da jetzt auch nicht so die mega Elektronikfeinde oder so. Aber es ist schon so, da bin ich auch hundertprozentig dahinter, dass kleine Kinder mit Fernseher oder Smartphone oder Tablet eigentlich überhaupt nichts am Hut haben und auch nicht am Hut haben sollten. Und ich finde das wirklich sehr, sehr schade und sehr erschreckend, dass eben in der Bahn oder draußen im Kinderwagen die Kinder mit dem Smartphone da hocken, damit sie halt schön still sind. Das finde ich wirklich keine schöne Entwicklung der Gesellschaft und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass es im Kindergarten eben auch überhaupt sowas gar nicht gibt und wir das auch den Eltern mitgeben und die Eltern darin bestärken, dass sie sich da wirklich durchsetzen, dass sie sagen, mein Kind braucht keinen Lerncomputer, mein Kind muss nicht vorm Fernseher sitzen und das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Ich stehe da sehr dahinter. Ich finde nicht, dass kleine Kinder Fernsehen gucken sollten oder wissen müssen, wie ein Smartphone bedient wird. Das bei den Medien betrifft übrigens auch Bücher. Also viele, viele kleine Kinder schauen sich ja schon sehr viele Bilderbücher an. Das ist jetzt auch nicht so tragisch, aber in der Waldorfpädagogik gehören auch besonders in den ersten 3 Lebensjahren Bücher eigentlich überhaupt nicht dazu. Und dann so mit 4, 5 kann das auch langsam anfangen. Aber davor tut man seinem Kind eigentlich nicht unbedingt einen Gefallen, wenn man viele Bücher mit dem Kind anguckt. Denn Bücher ziehen die Aufmerksamkeit in den Kopf und in den Intellekt. Mit Büchern schult man eigentlich wirklich nur die Intelligenz und den Intellekt. Und das hat in den ersten 3 Lebensjahren, das ist eigentlich noch nicht dran. In den ersten 3 Lebensjahren ist wirklich das Erleben, das Fühlen, das Laufen, die Sinne und das Erleben im Vordergrund. Und dadurch bildet sich automatisch Intellekt und Intelligenz. Das heißt nicht, dass das Kind dann dumm ist, wenn man keine Bilderbücher mit dem Kind anguckt. Aber es zieht die Aufmerksamkeit eigentlich zu früh in den Kopf und in die Augen und in dieses Sehen. Und das Kind hat dann eigentlich keine Chance, eben noch so ganz unbedarft zu sein. Also die Kinder machen sich dann auch sehr früh schon Gedanken und bilden früher auch Ängste aus, weil sie sich einfach schon Gedanken machen können, die eigentlich noch gar nicht ihren kognitiven Fähigkeiten entsprechen. Deswegen gebe ich euch da auch auf den Weg, dass ihr gucken könnt, ob eure Kinder wirklich Bücher brauchen und wenn ja, wie viele und vor allen Dingen auch welche Geschichten. Und ich hoffe, dass sich jetzt hier keiner angegriffen fühlt, weil es wirklich ein sehr, sehr heikles Thema ist. Aber ja, das ist meine Meinung und meine pädagogische Meinung. Und ihr dürft auch eine andere Meinung haben, aber vielleicht gibt es euch ja was mit auf dem Weg, dass ihr es einfach ein bisschen nochmal anders reflektieren könnt, als ihr es vielleicht bisher gemacht habt. Genau, das ist so, ich würde sagen, so der Rahmen, den ich euch in einfachen Worten beschreiben kann, was so Waldorfpädagogik betrifft. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!